Hallihallo und herzlich willkommen zum 12. Teil von meinem Durchgezockt von Super Mario 64, gespielt auf der Wii U auf dem Wii-Kanal. Mein Name ist Sekunden26 und es geht weiter. Wir haben im letzten Part Frostbeulenfrust abgeschlossen oder abgeschossen. Ihr könnt es nennen, wie ihr möchtet. Jetzt geht's in die nächste Wasserwelt und das ist diese da. Mit dem Wasserläufer. Mal schauen, ob ich gerade die richtige Höhe erwischt habe. Das ist ein Tick zu hoch, glaube ich. Ja, einen kleinen, aber feinen Tick zu hoch. Je nachdem, in welcher Höhe wir in dieses Bild hineinspringen, desto ändert sich das Wasserstand. Das war jetzt total richtig deutsch, aber ich habe es auch extra gemacht. Nein, je nachdem, in welcher Höhe wir in dieses Bild springen, ändert sich der Wasserstand in diesem Level. So, jetzt war es also wirklich korrekt. Oh, hey. Jetzt war es also sowas von korrekt. Hey, wie krass. Wie heißt du eigentlich? Ah, scheißegal. Ich liebe dich. Ja, das Liebeslied von Bodo Wartke. Richtig. Komm, spring. Richtig schönes Lied. Wer es noch nicht gesehen hat, soll sofort in der YouTube-Suche Bodo Wartke Liebeslied eingeben. Steht, glaube ich, sogar in den Vorschlägen. Aber zuerst müsst ihr dieses Video fertig schauen. Kamera. Im letzten Part war es schon so scheiße am Anfang. Kamera, oh ja, Kamera. Jupp, ich hab den ersten Stern nach 2 Minuten. Here we go! War das überhaupt schon der erste Stern? Ich weiß es gerade nicht. Zack, das war zu tief. Mist. Ich möchte einen bestimmten Stern holen. Folge den blauen Pfeilen. Ah, das war gar nicht der, den ich suchen musste. Das ist zu tief. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich möchte dieses auf eine bestimmte Höhe haben. Ist das diese Höhe hier? Nein, es ist nicht diese Höhe. Aber trotzdem, ich mach's trotzdem so. Komm. Nicht lang rumspielen da. Nein! Go, Power Rangers, obwohl ich es nie wirklich gesehen habe. Nur wenn nichts anderes im Fernseher lief, dann habe ich Power Rangers geschaut. Wieso kommt mir das jetzt in den Sinn? Weil ich vor kurzem das Durchgezockt von DJ Kerr gesehen habe. Er hat ein Durchgezockt gemacht von einem SNES Power Ranger Spiel. Und darum fällt mir jetzt das in den Sinn. Fällt mir in den Sinn. Meine Sprache ist nicht mehr zu retten. Oh, Mama mia. Jetzt ist es. Genau, das wollte ich vorhin auch schon. Genau so. Und nichts anderes. Dum dum da 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 dum 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 da 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 dum Erforsche die Höhen und Tiefen. Nee. Ah, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich ins Wasser gesprungen bin. Wieder sehr niedrig. Sehr niedrig. Sehr, 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 sehr niedrig. Sehr, sehr niedrig. Aber er mag überhaupt nichts. Ich müsste sogar auf dem tiefsten sein, merke ich gerade. Also komm, dann machen wir diesen Stern hier, weil die Geheimnisse habe ich irgendwie noch keinen Bock drauf. Woran muss ich den Bob-Omb noch finden? Ja, ich weiß, wo der Bob-Omb ist. Hat sich gerade so erledigt. So, sehr gut. Kann man hier nicht Walljump? Ah nein, das funktioniert ja nicht. Hier würde ich ganz gerne mal einen Glitch ausprobieren, den ich gesehen habe. Du katapultierst mich mal schnell hoch. Danke.
Dass du mich auch katapultieren darfst, das müssen wir noch aushandeln. Ich weiß gar nicht, ob ich auch so hochkomme. Probieren wir es mal. Wir haben nichts zu verlieren. Oder ich habe nichts zu verlieren. Das ist knapp. Das ist knapp. Da probieren wir es noch einmal. Ja, es ist so knapp. So knapp. Für mich. Denn ich bin eine Autonormalzucker. So. Nein, was macht... Dankeschön, Spiel. Ja, danke schön. Willst du mich auch... Sterbe ich jetzt? Nicht ganz. Mama mia. Ich gehe jetzt zuerst mal die Bombe. Zur Bombe. Bombe müsste da sein, oder? Bombe? Wo ist die Bombe? Wo ist Bombe? Dann Mama hat was anderes. Hey, Mädels, das... Ich kann improvisieren, Jungs. Mädels. Hier möchte ich gerne einen Glitch ausprobieren. Ob es funktioniert, sei mal dahingestellt. Dürfte funktionieren sogar. Ich muss im Aufwärtsgang. Ja, hätte funktioniert. Hätte funktioniert. Mist. Das probiere ich aber nochmals. Ich muss nur gerade abspringen. Das finde ich jetzt doll, dass es würde funktionieren. Warum? Was steht da? Ark. Arco. Was steht da? Steht doch drauf, genau. Ist mir noch schon nie aufgefallen. Der dreht sich auch wieder auf. Und der muss jetzt hier hinten. Komm. Komm, du kleine Ratte, du. Dass dieser eben aufgeladen sein muss hier, das ist nämlich doof. Das ist dumm. Burn, baby, burn. Ruh. Ruh. Glitch time. Nein. Schau gegen hier. Das probieren wir nochmal. Das kann ich nicht so stehen lassen. Man kann irgendwie durchs Gitter glitschen. So. So, warten, schauen wir so schön in die Gitter. Nein. Mist, wie soll ich das nicht... Nein! Fug! Oh, ja, so, solche Dinge möchte ich einfach ausprobieren. Das liegt in meiner Neugier. Das liegt an meiner Neugier. Oh. Das ist jetzt sogar noch fraglich, ob ich das überhaupt überlebe. Oh. Komm mal ein bisschen hier. So, ja, genau. Genau, dann sterben wir. Glitch-Fail, würde ich jetzt mal sagen. Dann machen wir doch das mit den Kisten zuerst. Ich habe das nur einmal gesehen und wollte es nachmachen. Und ich habe gesehen, dass es würde funktionieren. Jetzt habe ich wieder die falsche Wasserhöhe für diesen Kack. Kage. Eigentlich ist es ein sehr schönes Level. Es ist ein interessantes Level, vor allem mit dem Wasserstand. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Das muss ja mal gesorgt sein, ne? Kann man hier nicht... Ah, hier aber. Hier kann man hochglitschen. Also abkürzen. Glitschen nicht. Das funktioniert. Oh, habe ich jetzt die Flamme kaputt gemacht? Ich habe die Klage. Yep, einmal. Einmalig. Das probieren wir hier aber auch.
Das wird aber... Oh nein! Das wird doch mit dem Leben knapp. Ja, genau hier durch. Genau. Dann machen wir den Stern auf regelrichtige Art und Weise. Regelrichtig. Regelrichtig. Was ist denn das für ein Wort? Regelrichtig. Ah, komm schon. Und regelrichtig geht der Stern so. Ja, genau. So geht der Stern. Vor allem. Wir machen doch das mit den Kisten. Was ist denn da los? Unpackbar. Unpackbar. Ja, das ist die Nummer 2. Ich glaube 5. Gibt es nicht 5 Geheimnisse? Da sind wir ein bisschen mit Kisten verschieben und Kisten aufmachen. Und das ist auch ein Geheimnis. Da hinten hat es ebenfalls ein Geheimnis. Und eins habe ich schon gesehen, was ich noch machen muss. Hier, dieses hier. Das ist ein Geheimnis. Dieses müssen wir reindrücken. Die 4. Und dann haben wir hier... Dann haben wir hier Arschverbrennungszeit. Arschverbrennungszeit. Ja, auch nicht schlecht. Hm. So, dreh dich noch ein bisschen. Du Stück! Haben hier noch eine. Ja, wow. Die Kisten haben richtig viele Münzen drin. Auch hier ist der Münz. Der 1 ist das einzige Wasserlevel, welches genügend Münzen hat. Aber sowas von. Wenn einem hier die Münzen ausgehen, dann hat man was falsch gemacht. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Stinkgefrech. Wir holen jetzt den Stern mit dem allerhöchsten Wasserstand. Weil totaler Luxus und so. Dankeschön. Bitteschön. Erforsche die Höhen und Tiefen. Ja, haben wir bereits gemacht. Schon 27 Münzen und ich habe mich nicht mal darauf geachtet, die Münzen zu sammeln. Das war übrigens wieder zu hoch. Beeil dich, Expressaufzug. Diesen wollte ich eigentlich machen. Ah, Mamma mia. Immer die gleiche Mission mache ich nicht so spannend. Aber wir haben es bald geschafft. Noch, was sind es noch? 33... Aua. Noch 33. Schäne. Hier funktioniert das doch bestimmt auch. Ich bin doch nicht blöd. Nein. So funktioniert es nicht. Nein, Feuer. Spinner, der Blond. Auch was jetzt das immer mit der Haarfarbe zu tun hatte. Ja, ich habe doch gesagt, es funktioniert. Muss man das doofe Gefährt dort nicht nutzen. So, jetzt nochmal das Ganze. Jetzt. Meine Güte. Man hat eigentlich genug Zeit. Hier drin kann man sich auch glitschen, oder? Na klar. Sehr können wir hier drin auch glitschen. Aber ich möchte jetzt nicht glitschen. Ich möchte jetzt einen Stern. Ich frage mich gerade, was der 6. Stern ist. Die roten Münzen kommen noch. Von denen haben wir übrigens noch keine einzige gesehen. Wo haben wir denn... Finde die 8 roten. Was ist denn der letzte? Der Stand ist mir zu hoch. Aber ich denke, wir machen direkt mal die roten Münzen. Ja, ja, komm. Wir wählen den niedrigsten Wasserstand und dann geht's ab.
machen wir alles im niedrigsten Wasserstand. Dürfte eigentlich auch gut funktionieren. So. Voila. Et voila. Hier haben wir keine Münze. Hier haben wir aber blaue Schalter. Den nehmen wir. Hier auf dem Rand. Gut, das waren schon... Wir haben jetzt schon unseren Highscore von vorhin geschlagen. Richtig gut, richtig gut. Aber ist es wirklich keine Meisterleistung hier, die... 100 Münzen zu... Ich habe wohl den... Ich wollte es so machen. Diese Münzen einsammeln. Ah, diese Lakido-Kamera. Die Kamera. Ich habe sogar gesagt, ich mache es zu Fuß. Hm? Dann mache ich auch. Mag ich es auch so. Nein. Ich liebe dich. Wieso mir dieses Lied nachläuft, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Habt ihr es übrigens geschaut? Das habe ich das in diesem Park gesagt oder im letzten? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich bin so zerstreut. Sehr gut. Dort hinten ist auch noch so ein Münzblock, vermutlich. Nein. Nein. Ja. Aber das... Was? Da waren ganz drei Münzen drin. Unglaublich. Aber ich habe noch ein Problem, Leute. Die Kanone. Ich weiß nicht, wo sich dieser Bob-Omb versteckt. Also in dieser Mission muss er auf jeden Fall hier sein. Irgendwo. Ja, das habe ich ja schon. Das habe ich ja schon. Das habe ich schon gemacht. Das habe ich schon. Speisebescheid. Jack, ja. Ach, Gottchen. Danke. Hi. So, der hat nämlich auch ein paar Münzen für mich. Ein paar Münze. Wo ist dieser Bob-Omb? Diese Kamera hier, die ist immer dumm. Immer dumm. Hier haben wir das Stern. Hier können wir uns... Ah, was dort hin? Da ist er. Da ist er! Weil ich denke, das war's hier. In diesem Stadtteil. Ja, es wäre die höchste Stufe gewesen, wo wir den Stern hätten holen können. Den ersten und den zweiten, den wir geholt haben. Auch das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Das ist unglaublich. Komm. Mach die Kanone bereit. Ich brauche die. Ich brauche die. Die kleine Kanone. Da, da, da. Ah, Mann, oh. Ich könnte wirklich aber momentan immer singen. Immer. Immer. Es ist unglaublich. Es hört sich sehr scheiße an. Auf jeden Fall. Aber ich rede ja nicht so wie jeder andere Schweizer Let's Player, die überhaupt gar kein Hochdeutsch können. Von daher hört es sich schon fast wieder gut an. Mann! Feine Bewegung, Controller. Zu tief, oder? Nein, reicht. Boing. Und durchschwimmen. Ja, den geheimen Tunnel. Hier müssen wir uns ein bisschen beeilen. Durch diesen Tunnel kommen wir in die versunkene Stadt Atlantis. Ein Rätsel, das noch niemand gelöst hat. Es wird gut bewacht durch Gitterstäbe. Mit Spalten. Oh nein, und Mario bleibt hängen. Oh no. Oh no. Where the fuck? There it is.
I knew it. Gut. Gehen wir schon an die Luft. Denn wir haben hier die letzten Münzen für den roten Münzenstern. Ah, ich weiß aber gerade wieder den letzten Stern. Das finde ich gerade gut, wenn ich da bin. Aber ich mache jetzt zuerst hier diesen hier. Deutlich angenehmer. Sammeln wir jetzt, fangen wir jetzt auch an, die Münzen zu sammeln. Müssen wir auch mal noch anfangen. Hier haben wir die andere. Ja, Mario glitscht sich wieder überall durch. Ja, na klärlich. Bei mir kannst du es ja, ne? Mamma mia. Ah, war was drin? Ich glaube, in einem der beiden war eine Münze. Nein, das war falsch. Aber besser gesagt, es ging nicht auf. So. Eigentlich ist es eine sehr schöne Mission mit dem auf die Häuser springen und so. Ich finde die ziemlich chillig. Das war knapp. Oh, jetzt bin ich gerade ein bisschen erschrocken. Ich habe noch gar nicht gesehen, dass wir hier schon 100 Münzen haben. Jo, sehr gut. Wir erreichen den 90. Stern in diesem Part. Den 91. sogar noch. Ja, ja, klar. Den 91. packen wir auch noch. Das hatte der auf beiden Seiten eine Münze. Ich dachte, das hat nur auf einer. So, gut. Da haben wir da einen Wall-Jump. Wall-Jump. Hoppla. Das wollte ich nicht. Nee, du. Wall-Jump. Nein. Einmal zu wenig gedrückt. Nein. Kamera. Lucky, du bist auch so nahe. Geh so in die Gasse. So. Oben bin ich. Da hat sie eine Münze. Und hier, dorthin, da hat's noch eine. Dort. Seh das. Oh nein. Nein. Zu früh abgesprungen, oder? Ja, zu früh abgesprungen. Links halten. Zu früh abgesprungen. Nein, ging gerade noch gut. Das ist der 100 Münze. Stern. Der erscheint jetzt in diesem Reservoir. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Dieses kleine Schlösschen da. Nein. Dankeschön. 111 Münzen lassen. 111 Münzen lassen wir so stehen, denke ich. Ach Gottchen. Ich krieg das irgendwie nicht hin mit dem Walljump und dann mit dem, und dann die Kante fassen an der gleichen Ebene. Das kriege ich irgendwie nicht hin. So, und... Gut. Wir haben Atlantis. Wie heißt es? Atlantis? Ebenfalls. Wir brauchen höchsten Stand. War das im höchsten? Atlantis Aquaria. Beachte das Zeitlimit. Genau. Ja, es war der höchste Stand. Ich glaube, man kann auch so... Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich hätte gemeint, es würde funktionieren. Dass es sich hier am Gitter festhält. Oder hier am Rand irgendwo. Ja, habt ihr gesehen? Funktioniert leider nicht immer. Ja, seht ihr? Man braucht die Kanonen nicht mal. Man kann es auch so schaffen. Jetzt ist die Lakito-Kamera draußen. Hinter Gitter. Oh. Jetzt musste er sich durch das Glitter... Glitter. Oh Gott. Was habe ich denn eigentlich für einen Sprachfehler heute? Unglaublich. Dabei ist es ja noch gar nicht so spät. Es ist erst Viertel vor neun. Es ist gerade mal Viertel vor neun. Oh yeah, 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 yeah. Woo!
Das war laut. Das war laut. Das werde ich aber nicht runtersetzen. Ha, ha, ha. So nett bin ich dann, damit ihr auch einen schönen Ohrschaden bekommt. Nein. Spaß beiseite, das möchte ich natürlich nicht herausfordern. Nein, nicht diese Kamera, du Dödel. Dödel Mario, du. Eigentlich wartet man, bis die Kappe aus ist. Dann könnte man einen Walljump machen, aber nee. Nee, Mann, ich mach doch keinen Walljump. So weit kommt's noch, ja, klar. Beachte das Zeitlimit. Sehr gut. Wir haben erneut eine Welt abgeschlossen. Ja, es geht recht flotti, Karodi. Im nächsten Teil geht's dann mit... Welche Mission geht's weiter? Ich weiß es gerade gar nicht. Was ist Quest 12? Wir haben noch zwei Auswahlmöglichkeiten. Yep, im nächsten Part geht es in eine Welt, die ich auch nicht so mag. Eine sehr große Welt wieder mal. Und ich denke, ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal, euer Ego26. Ciao zusammen.